Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Also, mir geht das so gut. Mhm. Gut geht dir das? Ja. Das Wetter, die Sonne, das ist doch Salbe für die Seele, oder? 250 Flugzeuge über Helgas Grundstück. Was ein geiler Titel. Bin ich auch gut drauf. Nur eigentlich? Nur eigentlich nur. Wieso denn? Ich lieg so heute schön auf dem Sofa, mach ich so schön Mittagsstunde. Deine Zeit. Meine heilige Zeit. Wer hat angerufen? Da hat keiner angerufen. Was denn? Ich bin da schön am Dösen. Hör ich auf einmal so aus der Ferne kommen so ein Grummeln. Dein Mann hat wieder Blähung. Nee. Nimmt er seine Tabletten nicht mehr? Eine Lautstärke am Himmel. Ich dachte, mein Haus fliegt weg. Was war das denn? Das war ein Flugzeug. Das sind aber tiefe Flogen, Alter. So laut? Die machen doch da hier gerade ihre komische Übung da. Ach hier. Das von der EU. Nee, das war von Von den Dings hier. FIFA. NATO. Genau. Die machen doch da ja jetzt für die nächsten 10 Tage, machen sie doch da jetzt die größte Flugshow der Welt. Das ist doch gut. Marianne. Mitten in der Mittagsstunde. Ja, also Wie deutsch willst du sein? Oh mein Gott. 20 Uhr Tagesschau ist in Deutschland heilig. Und 12 bis 15 Uhr, da ist Mittagsstunde. Wenn die hier alle aus den anderen Ländern... Bei uns gibt es sogar welche, wenn bei uns Stadtfest ist, regen die sich darüber auf, dass ab 23 Uhr noch Musik läuft. Junge, es ist ein Fest, na klar läuft da Musik. Wenn dann hier zu uns kommen, dann müssen die sich auch ein bisschen so... Aber das sind meist irgendwelche Leute, die den ganzen Tag zu Hause sitzen und es nicht abkönnen, wenn irgendwo... sogar draußen ein Auto vorbeifährt, weil es ja zu viel Krach machen könnte. Sag ich mal so ein bisschen, mit unseren Sitten, Tradition und Geflogenheiten mit uns auseinandersetzen. Ein bisschen anpassen. Fehlt nur noch, dass sie Sonntag um 20.15 Uhr, wenn der Tatort läuft, mit 100 Sachen über unsere Häuser brennen. Und muss das so laut sein, Helga? Ja, das ist der nächste Punkt. Kann man doch mal fragen, muss das so laut sein? Die fliegen... Was denn, sollen die leise fliegen? Oder was, ohne Motor wäre vielleicht leiser, aber Mann. Oder? Ich glaube nicht. Bis zu 2500 Meter tief. Können Sie doch weiter nach oben. Ja, ist doch genug Platz da oben. Können Sie das? Und krachen dann in ein Flugzeug rein. Da oben machen. Aber jetzt stelle ich dir mal noch eine Frage. Sag mal. Wieso denn überhaupt? Da kommt einer. 18.50 Uhr. Kurz vor den Rosenheim. Was kommt die jetzt? Sie winkt. Und sie schlägt nach Fliegen. Hector! Mit einer Schneeschaufel! Mann, das geht jetzt noch 10 Tage so. Dann hätte ich ihn gehabt. So 2, 3 Meter. Also ich habe nichts gehört. Dann hätte ich ihn gehabt. Was wollt ihr sagen, Hector? Die hat aber eine lange Schneeschaufel, Alter. Kannst direkt vom Fenster aus Schneeschaufeln. Ja, ich wollte fragen, wieso überhaupt im Deutschland. Gute Frage. Wieso wir? Ja. Sollen sie das doch über den Nordsee machen? Die Fische. Die Fische sind unter Wasser, die hören das dann nicht. Und die Robben? Die Robben haben doch keine Ohren, Marianne. Nee? Eine Robbe hat so, so ein Sinnesorgan. Zum Beispiel? So Fühler in den Flossen haben die. Okay. So ein Düsenjet da am Himmel, das ist ja völlig egal. Oder Spanien. Was damit? Wieso machen sie das nicht in Spanien? Ja. Da hast du doch auch von Wetter her bessere Bedingungen. Hier siehst du ja vor lauter Wind die Hand nicht. Ist so, Maria. Was hat die für komischen Wind, Alter? Das ist ja krass. Siehst du, ach komm, hör auf. Und bei uns ist seit Tagen Bombenwetter, Alter. Was denn? 25 Nationen nehmen da teil. Und wir werden wie der Letzte. Wie beim Grand Prix, die mögen uns alle nicht. Letzte werden wir. Das gibt nicht einen Punkt. Obwohl wir in den nächsten Tagen bestimmt auch mal, ja? Den Vogel abschießen. Die Amerikaner sind... Die dürfen wir bloß für alles bezahlen. Das ist das Einzige, wofür Deutschland mittlerweile gut ist. Ja, auch die meisten hier stellen über 40 Flugzeuge. Und was stellt die Bundeswehr? Ich schätze mal 3000 Helme. Und das Mittagessen, das reicht dann aber auch. Absolut. Wir sind die geilsten. Marianne, ich muss, der Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Hotdogs mit Würstchen, Senf, Ketchup, dänischer... Also wenn mal der Krieg ausbricht, kommen wir mit Helme und Mittag fressen. Perfekt. Remoulade, Gurken und ein bisschen Zwiebeln. Was? Remoulade, Gurken? Was ist jetzt los?
Okay, belegtes Brötchen. Musst die du Kombination langsam mal aus dem ganzen ist mittlerweile ganz, ganz schwierig. Du gehörst doch in die Klasse. Ich sag dir das mal ganz ehrlich, Moriane. Krieg Ohrensausen von. Ja, dann gute Besserung. Das ist doch nicht so schlimm. Ja, hörst in der Klapse. Ja, langsam hat's auch wirklich mal recht. Wie überlebt die? Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.